Jetzt ist es passiert, die Inflation in Deutschland ist zweistellig und wir erleben zusammen mit der Energiekrise eine gigantisch große Enteignung der Deutschen, mithin der Europäer insgesamt, die ja die ganz, ganz großen Verlierer dieses Ukraine-Kriegs sind, egal wie der ausgeht. Wir haben auf jeden Fall schon mal die schlechteste Karte gezogen und das ist teilweise auch selbstverschuldet, teilweise nicht selbstverschuldet. Wir sind schlichtweg in einem Irrweg gefangen, schon seit längerer Zeit. Und weigern uns mental ein bisschen, diesen Irrweg zu korrigieren. Naja, und dann musst du die Konsequenzen eben in Kauf nehmen. Wir haben faktisch eine Kriegssituation, aber wir machen Sandkastenspiele, wie Daniel Stelter gesagt hat, und tun so, als bräuchten wir nicht jede Möglichkeit, Energie bereitzustellen, damit es nicht zu einer Deindustrialisierung in Deutschland kommt. Aber das tun wir nicht. Halbherzige Bekenntnisse zu irgendwelchen Energieträgern wie Atomkraft helfen da nicht weiter. Man muss alles tun, um das Angebot auszuweiten. Nur so kannst du praktisch dieses Angebotsdefizit dann auch wirklich bekämpfen. Aber solange der politische Wille nicht da ist, weil es den Leuten immer noch zu gut geht, weil wir noch aus der Substanz der letzten Jahrzehnte leben, aber diese Substanz schmilzt, die wird immer geringer. Und ich frage mich, wie meine Söhne mit dieser Situation zurechtkommen, wenn die Substanz dann komplett weggefressen ist. Und das macht mir richtige Sorgen. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, meine Damen und Herren. Hier habe ich ein paar Gelder zurückgelegt für meine Energierechnungen, die jetzt in nächster Zeit kommen. Unten sehen Sie links meine Frau, die jetzt schon mal den Ofen angeschmissen hat mit frischem Papiergeld. Und rechts sehen wir dann die Wärmehallen im Jahr 2022. Ja, ziemlich genau vor 100 Jahren, 1923, war im Gefolge der Hyperinflation, gab es solche Wärmehallen schon einmal. Noch sind wir lange nicht so weit, gar keine Frage. Es ist eine andere Situation, aber es ist doch schon ziemlich bedenklich aus meiner Sicht, was hier passiert. Und vielleicht kriegen wir dann von Christine Lagarde bald solche schönen Geldscheine geschenkt, die ein paar Nullen mehr haben. Das wäre doch dann mit so glücklichen Gesichtern auf dem Schein, das wäre doch dann ein feines Präsent der Madame Inflation. Zweistellig, ich hatte es vorhin gesagt, 10,0% die Lebensmittelpreise, 18,7% gestiegen. Wir hatten nur einmal eine höhere Inflation, das war im Jahr 1951. Ansonsten ist das ein Rekord, den wir hier erleben. Und natürlich haben die Notenbanken nichts damit zu tun. Unsere Freunde von der Modern Monetary Theory triumphieren jetzt, weil sie sehen, dass ihre Theorie widerlegt ist, was sie aber natürlich nicht anerkennen. Was wäre denn gewesen, wenn die Geldmengen nicht so stark ausgeweitet worden wären? Dann wäre das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nicht mit so viel Liquidität praktisch in eine Richtung gedrängt worden. Das ist eben auch der Fall, aber wir wollten eben nie den Schmerz ertragen. Es sollte nie zu einer Rezession kommen, aber wenn du freie Märkte hast, dann kommt es zu Abschwüngen, dann kommt es zu Aufschwüngen, aber wenn man keine Abschwünge mehr akzeptieren will, wenn man also praktisch immer sich Betäubungsmittel reinhaut, statt nicht nur das Symptom kurzfristig stillzulegen oder den Schmerz kurzfristig zu betäuben, sondern schlichtweg sich weigert, an die Wurzel des Übels zu gehen, dann kann man nicht erwarten, dass die Dinge auch wirklich gut ausgehen. Hier sehen wir mal, die Realrendite in Deutschland ist jetzt 77 Monate in Folge negativ. Aktuell mit minus 7,9% ein historischer Höchstwert. Für Sparer kommt das, wie Daniel Eckert hier richtig formuliert, einer Enteignung gleich. Man wird enteignet, es ist schlichtweg so. Und das Problem bei dieser Inflation, es trifft die Ärmeren, die Einkommensschwachen natürlich am stärksten. Die anderen haben schöne Puffer, die kriegen nach wie vor dicke Gehälter oder haben große Vermögen. Die nicht über solche Vermögen und solche Puffer verfügen, denen geht es jetzt wirklich an die Substanz. Und hier sehen wir mal, wir einen über praktisch den Wertverlust des Geldes seit 1992. Da sehen wir, wer praktisch Girokonto oder Sparbuch hat, der hat jetzt nicht mal mehr 60% dessen, was er im Jahr 1992 hatte. Also es ist eine große Entwertung und damit verbunden eine große Enteignung. Und vor allem die Enteignung eben der unteren Einkommensschichten, das schafft sozialen Unfrieden früher oder später. Hier etwa ein angelsächsischer Kommentar, German Economy Minister Habeck, die Energiekrise droht nun auch zu einer sozialen und ökonomischen Krise
zu mutieren. Das hat Herr Habeck fein bemerkt. Nichts geht über Habeck, so lautet hier, nothing gets past Habeck, lautet hier der fast schon spöttische Kommentar. Wir sehen jetzt die Forecasts, also die Prognosen für die deutsche Wirtschaft, negativ. Wir haben also eine Stagflation vom Allerfeinsten, hohe Inflation bei stagnierender, respektive sogar zurückgehender Wirtschaft. Und heute hat die Bundesregierung ja auch die Gaspreisbremse verkündet, 200 Milliarden Euro Paket. Irgendwer muss die Rechnung bezahlen, ob es die Konsumenten sind oder der Staat. Wenn der Staat es bezahlt, sind es wir auch indirekt, denn der Staat muss sich das dann irgendwie wiederholen über Steuern. Und nicht zu Unrecht aus meiner Sicht warnte Daniel Stelter vor den Folgen einer Deindustrialisierung hier in Deutschland. Wir haben es versäumt, schlichtweg das Angebot auszuweiten, sondern erlauben uns noch eben diese Sandkastenspielchen, und die Rechnung zahlen wir jetzt. Wir müssen schlichtweg jetzt alle Energieressourcen, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, denn sonst werden nicht nur die Jobs weggehen, sondern unser Sozialsystem kollabieren. Dann möchte ich die Herrschaften fragen, die also sagen, wir müssen CO2-frei werden. Okay, dann könnt ihr euch die Höhle links oder die Höhle rechts aussuchen. Es wird bedeuten, dass der Sozialstaat kaputt geht. Und das ist, glaube ich, in den Köpfen noch nicht so richtig angekommen. Das hat man noch nicht in der letzten Konsequenz wirklich kapiert, was das bedeutet. Das bedeutet Armut, das bedeutet eine Dauerkrise, weil ja, eine Zeit lang können wir aus dieser Substanz der letzten Jahrzehnte noch schöpfen, aber das wird immer weniger. Und dann, was kommt dann? Ich war jetzt am Wochenende, hatte ich die Gelegenheit, hier einen Aluminiumproduzenten zu besuchen. Einer der ganz großen in Deutschland. Was Sie hier sehen, das sind die sogenannten Elektrolyseöfen, die enorm energieintensiv sind, Aluminium produzieren. Aluminium wiederum ist ein extrem wichtiger Bestandteil so vieler Produkte, ob Autos, Fahrräder, Sofas. Und es ist überall drin, hat auch den Vorteil, es ist zwar sehr energieintensiv in der Produktion, aber es ist enorm gut recycelbar. Über 90% kann man wieder recyceln und praktisch dann als Aluminium eben wiederverwenden. Aber hier sehen Sie eben diese Elektrolyseöfen, die natürlich extrem viel Strom verbrauchen. Dieser Betrieb verbraucht so viel Strom wie die Stadt Lübeck ohne die Industrie in Lübeck, also praktisch die gesamten Einwohner Lübecks. Das geht dann noch einen Meter weiter etwa, gehen diese Öfen noch in den Boden hinein. Und derjenige, der mit dem ich mich da unterhalten habe, der hat gesagt, okay, wir haben drei Hallen, und Sie sehen, das sind endlos lange Hallen mit endlos vielen solcher Elektrolyseöfen, und eine haben wir schon komplett stillgelegt, Produktion runtergefahren. Und solche Öfen wieder in Betrieb zu nehmen, das dauert Wochen teilweise, damit man überhaupt diese Dinger wieder an den Start bekommt. Also das sind die Dinge, die wirklich hochbedenklich sind. Können wir das aus dem Ausland importieren? Vielleicht, aber dann sind wir wieder abhängig, vielleicht zu viel höheren Kosten, als wenn wir das selber produzieren könnten. Und wir sehen hier Chemiestandort Leuna. Ich glaube, zwischen Halle und Leipzig, wenn ich mich erinnere, bin neulich mal dran vorbeigefahren, auf dem Weg nach Leipzig. Und da sehen wir, dass jetzt etwa diese 12.000 Mitarbeiter in Leuna gefährdet sind, denn die Produktion wird hier um 50% eingeschränkt. Damit sind dann auch Dominoeffekte verbunden, Elektrotechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Bau, Landwirtschaft. Ja, kein Problem, nicht? Wir haben es ja. Und dann sehen wir auch solche Meldungen, Spezialgießerei für Teile von Windkraftanlagen ist jetzt insolvent, die Heger Firmengruppe. Also jetzt brechen uns sogar die Bereiche weg aus der Wirtschaft, die dann die alternativen Energien auch mit bereitstellen könnten. Es ist ein Desaster, ein Crash in Zeitlupe, den wir da erleben. Herr Lindner hat sich heute hingestellt und gesagt, okay, die deutschen Anleihen bleiben der Goldstandard. Hopefully, aber sehr optimistisch, Mr. Lindner. Das ist eine Wunschvorstellung. Ich frage mich, wann die Kapitalmärkte ähnlich nervös werden wie im Bereich Großbritannien, als wir ja diesen Crash geradezu gesehen haben, der dann durch die Bank of England kurzfristig im Mindesten verhindert werden konnte. In Deutschland sehen wir übrigens, dass jetzt der Gasverbrauch wieder deutlich angestiegen ist. 14,5% über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021, weil eben die Temperaturen ein bisschen abgekühlt sind. Erfahrene Hasen haben mir heute gesagt, ja, pass auf Markus, wenn es frühzeitig wie in Süddeutschland so sehr kalt wird, dann kriegst du einen milden Oktober
Oktober später und einen milden November. Wir werden sehen, auf jeden Fall sehen wir, dass der Gasverbrauch eben steigt. Das ist natürlich ein Problem für die Bundesregierung insgesamt, für die Deutschen. Hier sehen wir natürlich auch mal, dass diese Situation von den Leuten durchaus gespürt wird. Wer hat es gesagt? Tucholsky, die Leute verstehen das meiste falsch, aber spüren das meiste richtig. Und hier sieht man eben, dass sie offenkundig richtig spüren. Die Consumer Confidence, GfK-Konsumklima auf einem neuen Allzeittief, viel tiefer als etwa in der Corona-Krise. Jetzt sehen wir, Ermittler gehen von Bomben mit großer Sprengkraft aus. 500 Kilogramm TNT müssen da wohl erforderlich gewesen sein, um Nord Stream 1, Nord Stream 2 hier zu attackieren. Das deutet auf einen staatlichen Player. Vielleicht war es also doch nicht der Tiefener Neubauer. Gell? Möglich wäre es ja, dass sie es nicht gewesen ist. Das will ich jetzt nicht also unbedingt behaupten, dass es war. Ne? Also vielleicht gibt es da alternative Erklärungsmomente. Aber in der Summe ist das natürlich ein weiterer Schlag, auch wenn da jetzt praktisch kein Gas mehr nach Deutschland geflossen ist durch diese Pipelines, ist es dennoch natürlich ein Symbol eigentlich einer weiteren Eskalation. Wir sind nicht die Einzigen, die ziemlich arm dran sind, auch die Briten, extrem hohe Inflation, die haben praktisch ihre ausländischen Arbeitnehmer rausgeschmissen, das sorgte für Arbeitskräftemangel, dadurch Lohndruck, dadurch eben Inflation und jetzt will gleichzeitig Frau Truss eben noch dann die Steuern senken, vor allem für die Wohlhabenden. Good luck with that, die Finanzmärkte misstrauen dem. Wir hatten gestern panikartige Situationen gesehen, die ich heute Morgen beschrieben habe. Da waren praktisch Pensionskassen in britischen Staatsanleihen investiert, die dann praktisch im Kurs so derart gefallen sind und diese Staatsanleihen waren als Sicherheit hinterlegt für Kredite von der Notenbank. Das heißt, die Sicherheiten wurden immer weniger wert. Dadurch hieß es, ihr müsst nachschießen. Dadurch mussten die immer mehr dieser Staatsanleihen verkaufen. Eine katastrophale Aufwärtsspirale hat sich da gebildet, die zunächst mal jetzt durch die Bank of England dann gestoppt worden ist. Wer profitiert am meisten von dieser Situation? Europa ist der große Verlierer. Die Amerikaner haben weitgehend Energieautarkie. Die profitieren, die können uns jetzt teuer die Energie verkaufen, was nicht bedeutet, dass sie irgendwie für Nord Stream 1 und 2 verantwortlich sind. Ich finde, das muss man klar trennen. Es gibt seitens der Russen Motive, es gäbe seitens der Polen Motive, es gäbe seitens der Amerikaner vielleicht Motive, indem man sagt, ja, dann kommen die Deutschen nicht mehr auf dumme Ideen, mit den Russen da irgendwie Energie auszutauschen oder von den Russen Energie zu beziehen. Also es bleibt ein großes Rätsel. Und alle, die genau wissen, wer es gewesen ist, denen kann ich nur gratulieren zu ihrer unendlichen Weisheit. Kommen wir weiter in die USA. Wir hatten heute höhere Preiskomponenten innerhalb der letzten Veröffentlichung des BIPs. Wir haben starke Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen in den USA. Hat den Märkten nicht so geschmeckt, denn starker Arbeitsmarkt plus Inflationskomponenten ist nicht gut. Dann noch hawkische Kommentare von Ballard und Mester, die das Ganze dann sozusagen noch angezündet haben, dadurch die Märkte unter Druck, zumal Apple abgestuft wurde, einer der großen Dickfische hier von der Bank of America. Kürzlich ja Apple mit der Meldung, die Produktionsausweitung lassen wir mal aufgrund der zurückgegangenen Nachfrage, aber Apple deutlich im Minus. Das zieht natürlich dann die Märkte mit nach unten und es sind ja solche Aktien wie Apple und Tesla, die das Ganze weitgehend noch oben gehalten haben. Wenn jetzt 80% der Aktien in einem Bärenmarkt sind, dann könnte vielleicht bald ein Boden erreicht sein. Da fehlt uns noch ein Stück und es fehlen vor allem eine Apple und eine Tesla noch, die beiden wohl überbewertetsten Aktien, die derzeit im Nasdaq 100 zu finden sind. Hier sehen wir mal in einem Chart von Capital.com die Apple-Aktie. Alles noch nicht dramatisch, wenn man sieht, dass die Aktie immer noch gut dasteht. Ebenso wie Tesla, da kann noch sehr viel mehr kommen, während manch andere Werte schon deutlich ausgebombt sind. Und ausgebombt ist auch die Stimmung. Man kann geradezu von klaren Anzeichen für eine Kapitulation am Aktienmarkt sprechen. Wir sehen die amerikanischen Privatinvestoren nach wie vor 60,8% bärisch. Aber noch extremer finde ich die NAAIM Number, so muss es heißen, das sind amerikanische Vermögensverwalter, deren Exposure Index jetzt auf 12,61 gefallen ist. Ich habe noch nie einen Wert dieser Tiefe gesehen, das deutet auf klare Kapitulation
Jetzt braucht man nur einen Trigger, um wieder nach oben zu gehen. Gestern Bank of England war einer, hat aber noch nicht gereicht, um die Märkte jetzt dauerhaft zu stabilisieren. Vielleicht helfen die Chinesen. Da wurde gesagt, den Banken stützt mal bitte den Yuan, der ja auch im freien Fall zum US-Dollar ist, und bums, Dollar wieder schwächer. Wir sehen auch, dass die Renditen in den USA jetzt so langsam ein bisschen runterkommen. Das könnte den Märkten helfen. Erdogan übrigens hat gesagt, ja, das britische Pfund ist praktisch implodiert, aber wir werden weiter die Zinsen senken zur Bekämpfung der Inflation. Tragische Comedy, absolut. Diese Welt ist so verrückt, man kann es sich nicht ausmalen. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Erste Artikelempfehlung: Die Russen halten jetzt Teile ihres Budgets geheim, damit sie nicht sagen müssen, was ihnen diese Geschichte in der Ukraine kostet, dieser Überfall auf die Ukraine kostet. Hochinteressant, was da zu erfahren ist in diesem Artikel. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Was sagen Experten jetzt zu dieser Gaspreisbremse, die wir jetzt heute geschenkt bekommen haben, dankenswerterweise von der großartigen Bundesregierung? Da verschiedene Sichtweisen auf die Dinge. Manche Industrien äußern sich und sagen, wenn das jetzt nicht gekommen wäre, dann hätten wir gleich über den Jordan gehen können. Zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Das, was ich gestern Abend mit Stefan Risser besprochen habe, crasht die Fed die Märkte, weil sie mit Zinsen übertreibt. Das Video war eine Zeit lang offline, wir hatten da Probleme. Jetzt ist es seit heute Mittag wieder online. Ich werde es nochmal verlinken. Da kommen solche Dinge, glaube ich, nochmal sehr komprimiert auf den Punkt. Wer es noch nicht gesehen hat, würde mich freuen, wenn Sie es anschauen. Also drei Empfehlungen und ich sage jetzt Servus und Ciao.